King Kai to Glory Episode 2, Freunde, eine ganz schlimme Episode, weil Arsenal hat verloren. Wir ziehen es trotzdem durch, danke an Saliba. Bitter, aber Arsenal wird den Mund abwischen und das tun wir auch. Ich konnte kaum Weekend League spielen, weil aktuell zu viel mit dem E-Sport zu tun war. Das war aber das letzte Mal, ab sofort mit der ETG jede Weekend League gespielt und das wird natürlich auch aufgenommen. Die wird es in einer einzelnen Folge auf jeden Fall geben. Ihr könnt hier mein aktuelles Team sehen. Ich hatte, bevor ich die letzte Folge aufnehmen wollte, die Icon-SBC gemacht. Auch im Stream konnte man sehen, haben da Rush gezogen. Das war auf jeden Fall Verschwendung. Wir werden heute das Team auf jeden Fall umbauen. Das hat mir gar nicht gefallen bei den Spielen, die ich in der Weekend League gemacht habe. Wir haben auch ein bisschen Rewards, die öffnen wir gleich auf jeden Fall auch. Dann werden wir den Kader ändern, haben hier ein paar Packs am Start und danach werden wir uns heute in die Elite-Division schießen, damit wir da am Donnerstag gute Packs mitnehmen. In die gehen wir gleich auf jeden Fall rein und gucken dann mal, welche SBCs aktuell laufen. Da sind auf jeden Fall einige Spannende am Start. Gestern sind Di Lorenzo ist gekommen, den möchte ich auf jeden Fall abschließen. Werde auf jeden Fall noch was zu Rüter sagen, sehr spannend. Eine Karte und ich möchte Marcel Sabitzer testen. 207.000 Münzen auf der Uhr. Bevor wir jetzt gleich an den Teambau rangehen, ziehen wir mal kurz diese Packs hier weg. Ich glaube nicht, dass wir was Gutes mitnehmen und ich verliere an der Stelle mal ein paar Worte zum dicken Placebo-Patch, den es ja gab. Also ich habe jetzt echt viele Spiele gemacht und Trivelas, also leicht schwächer. Die sind immer noch absolut OP, leicht schwächer vielleicht. Es gehen nicht 9 von 10, sondern 8 oder 7 von 10 rein. Der andere knallt dann vielleicht mal gegen die Latte. Weiß nicht, was EA sich da gedacht hat, aber das Spiel ist auf jeden Fall in einem ganz, ganz schlimmen Zustand. Beste Formation aktuell finde ich auch schwer, deswegen werden wir heute ein bisschen rumprobieren und mal gucken, welches System wir spielen, wenn wir den Kader gebaut haben und die SBC abgeschlossen haben. Bundesliga, die Bayern relativ souverän gegen Stuttgart. Harry Kane mit einer Show. Oh, das ist eine Rush-Karte. Das ist eine Rush-Karte. ZDM, Deutschland. Wer ist das? Rush? Deutschland ZDM? Ach, Maxi Arnold. Ich habe gerade echt überlegt. Maxi Arnold. Vielleicht bauen wir den sogar ein. Der sieht gar nicht... Ich glaube, wir behalten jetzt erstmal Maxi Arnold. Warum denn nicht? Grandizy-Inform, das ist ein gutes Pack. 3-3 ist halt komplett Krampf. Rollen sind aber okay als Absicherung. Und die Stats sind nicht so schlecht. Den kann man schon mal behalten. Grandizy, das ist okay. Das ist okay. Packen wir mal alles in den Verein, weil ich heute eh Sabitzer einbauen und malen. Schauen wir uns das Ganze mal an. 86 plus. ZM Deutschland. Premier League. ZM Deutschland. 86er ist das Ilkay Gündoğan. Hat er ein 86er Rating? First Touch 87er. Komme ich auf 86. Weil es 86 plus war. Untradable ist aber gutes Futter. Können wir gleich gut gebrauchen. Der nächste 86 plus. Wer kommt da raus? LM, Spanien, Bundesliga, Grimaldo. Was die dem für ein Pace-Downgrade gedrückt haben. Der spielt einfach letztes Jahr die Saison seines Lebens und die drücken dem minus 10 oder 15 oder was auch immer Pace rein. Geisteskrank. Kannst du deswegen nicht spielen, die Karte. Kannst du nicht zocken. Team of the Week, Profi-Pack, 81 plus mal 15. Da brauchen wir das Vorderher. Haut raus die Team of the Week-Karte. Ich weiß gar nicht, was drin ist, wenn ich ehrlich bin. Innenverteidiger, wenig Hoffnung auf was Gutes. Araujo, das zweite Pack davon. Stürmer. Ist das Gyrassi? Ja, es ist Gyrassi. Das Ding gegen Pauli entschieden. Das kostet Gyrassi auch nichts. Kannst du auch behalten und eine SBC packen. Und zu guter Letzt 81 plus mal 15. Komm schon, ein Walkout. Stürmer, das ist Osimhen. Osimhen wird es sein. Ist gutes Futter, das ist schon okay. Da kann man sich aus dem Pack nicht beschweren. Und Dembélé da drin, Alter. Das ist krass. Das ist ein starkes Pack. Gucken wir uns mal die aktuellen SBCs an. Ich habe auf einem anderen Account Rüter getestet und ich will den auf diesem Account eigentlich auch auf jeden Fall noch machen. 11 Tage. Die Karte gibt mir so ein bisschen Neymar-Vibes. Also ich finde den wirklich überragend. 5 Sterne Skill-Moves, 5 Sterne Weakfoot, der hat richtig gute Stats, der ist extrem beweglich, der hat Trickstar als Playstyle in Silber, dadurch kann man diesen einen Move machen, das ist schon ganz cool. Rollen sind nicht optimal als Stürmer, deswegen eher als Zehner spielen, aber die Karte hat mich komplett überzeugt, den müssen wir noch unbedingt auf die RTG dazu holen. Dann ist gestern der Di Lorenzo gekommen, den würde ich gerne heute mal einpacken und einbauen, weil ich glaube, das ist ein spannender Außenverteidiger. Und dann möchte ich gleich auf jeden Fall noch Sabitzer nehmen. Aber als erstes gönnen wir uns mal Di Lorenzo. So, Giovanni Di Lorenzo haben wir dann schon mal abgeschlossen. 86er Rating. Komm raus da, Junge, aus dem Tunnel. Komm da raus. Ich finde, der sieht echt nicht schlecht aus. Bin gespannt auf die Karte. Mal gucken, wie ich den gelinkt bekomme. Aber ich glaube, mit meiner Italien-Connection, Barella,
Bastoni, sollte das kein Problem sein. Gute Werte. Rush werden wir nicht noch eine Weekend League spielen, das geht nicht klar. Okay, das ist jetzt erstmal unser Team. Sieht gut aus. Di Lorenzo, die SBC. 3 Sterne Skillmoves, 4 Sterne Weakfoot. Das ist, nein, 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Das ist auf jeden Fall erstmal okay. Stats finde ich ziemlich allround, sehr solide. Da kann man absolut nicht meckern. Der kann eigentlich vorne was, der kann hinten was. Der hat gute Rollen als offensiver Flügelverteidiger. Ich denke, in der werden wir den auch spielen. Marcel Sabitzer, genau andersrum. Ich glaube, der hat 3 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Aber guckt euch mal bitte die Stats an. Alles im 80er-Bereich. Als Rolle hat der leider nur Motor im ZM. Ich würde lieber Box-to-Box haben, aber werden wir erstmal so spielen. Und die Stats sehen wirklich richtig gut aus. Dazu Powershot, der Mann soll nach vorne ackern. Wir können 4-4-1-1 spielen, da sehe ich aber gerade die Besetzung nicht optimal für. Deswegen gehen wir, denke ich, in eine andere Formation. Und zwar würde ich gerne heute nach dem Patch die 4-2-3-1 und die 4-5-1 probieren. Und wir fangen mit der 4-5-1 an, weil gerade die Besetzung dafür besser ist. Und schauen, ob wir uns damit hochschießen können oder nicht. So, Division 2. 2 Siege haben wir da geholt. Heute ist das Ziel Elite-Division. Im Video, im Stream. Das ist eine harte Aufgabe. Deswegen quatschen wir auch gar nicht lange rum, sondern gehen direkt rein und suchen uns die Gegner, um Sabi, um Di Lorenzo kochen zu lassen. Wir probieren es mit dem Creative nach hinten. Der klappt auch. Donny R9. Oh. 1-0. Gut, Di Lorenzo. Ja, Sabi Goal! Begleitschutz. Dem geben wir komplett Begleitschutz. Guter Ball. Und bring die Zucker. Butterweich. Di Lorenzo. Butterweich. Di Lorenzo geht oben. Kriegt mal den hin, kriegt der. Nein, eigensinniger. Eigensinniger sein. Der kann die richtig... Habitzer, Junge. Was sind das für Trivelas? Aber das meine ich damit. Der wäre vor dem Patch drin gewesen. Also es fliegen nicht 9 von 10, sondern 7 oder 8 von 10 rein. Der eine knallt dann ins Lattenkreuz rein. Guckt euch mal Sabi-Goal an, das ist doch krank. Spiel 1 hat mich Sabitzer schon mal sehr überzeugt. Oh, 4-2-3-1 mit Jaja auf der 10. Wild. Halt den drin. Oh, 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 ist das 10 nach vorne. Nein, der kommt jetzt nicht durch. Oh mein Gott, dieses Spiel. Oh mein Gott, dieses Spiel. Toh. Marcel Saber hat richtig gute Dreieckpässe. Krass. Wir bauen uns nochmal eine 4-4-1-1 auf. Weil das ist die Formation, mit der man vermutlich gehen muss. Glaube ich, die beste Formation im Spiel. Wir brauchen jetzt eine Streak. Brauchen dringend jetzt eine Streak. Mal 5-6 hintereinander, dann sind wir da. 5-6. 4-2-1-3, warum wird die nicht getestet? Das habe ich ja mehrfach schon erklärt. Man kann in dem Spiel nicht mit Flügeln spielen. Die kommen nicht nach hinten. Die kommen einfach nicht nach hinten. Oh, die US-Girls. Standard-Team. Das ist ein Weltball, Marcel Sabitzer. Schade. Komm, Sabitzer. Bitte mach ihn. Oh. So simpel kann das gehen. 1, 2, Tor. Wir machen es vorne nicht. Das ist eine One-Man-Show hier von Marcel Sabitzer. Oh, der Laufweg von dem ist aber auch so dumm. Das ist auch ein Elfer eigentlich. Geht, Lorenzo. Nice! Doppel-Viereck! Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos bei dem Spiel. Ist das kein Elfmeter, wie der Torwart mich von hinten weghackt? Ist das kein Elfmeter in der gleichen Szene?
Und wieder ist es Marcel Sabitzer mit dem Traumpass. 4-4-2. Einige gute Karten dabei, vor allem Buter. Schub ihn da hinten hin. Sehr guter Ball. Sehr guter Ball, Di Lorenzo. Und oben Raheem. Oben, Junge, zieh doch durch. Und Sabigol. Was ist das für eine Karte, der Sabitzer? Was ist das für eine Karte? Mich nerven so Gegner krass, ne? Ich merke, dass ich einfach nur abgenervt bin von dem, wie er da dran dreht. Und die Dortmund-Kombi. Die Dortmund-Kombi. Die RTG ist schon hart. Die muss heute in die Elite-Division aufsteigen. Es ist ein langer Weg zu gehen. Vor allem, wenn kein Gegner hier quittet. Und wenn ich dann so Scheißtore sehe. Ich würde am liebsten gerade einfach nur, wenn ich dieses Game zocke, auf den Tisch brechen. Ich würde am liebsten einfach auf den Tisch brechen. Mein Gott, ich kann nicht mehr. Es macht so keinen Bock, das Game. Es macht so keinen Bock. Irgendein Wilder, der hier am Stick trägt. Di Lorenzo! Oh, 4-5-1 spiele ich nicht gerne gegen. Ich habe es gerade eben nicht so hinbekommen zu zocken, aber dagegen spiele ich nicht gerne. Oh. Wie manche Tore in dem Spiel passieren, mir bleibt die Spucke im Mund hängen, wie ich den Ball nicht abfange. Mir bleibt die Spucke im Mund hängen, wie der da durchkommt, der Ball. Das ist ein guter Ball. Wir versuchen jetzt irgendwie auf Krampf die Flanke auf Rashford zu kriegen. Yes, perfektes Timing. Da hat er mich gerade komplett genascht. Das kommt aus der Hölle, das Ding. Das kommt aus der Hölle. Der hat mich gerade aufgegessen. Ich kann das Game nicht mehr zocken. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich kassiere dann so Dinge. Weil er aktiv versucht zu verteidigen. Boah, Junge, es macht keinen Bock. Okay, Freunde, beim Kaffee machen habe ich mir Gedanken gemacht. Mal probieren wir es jetzt mit schnellem Umschaltspiel. Geht leider nicht, weil wir Kai keine dieser Positionen kann. Egal, der muss Offcamp spielen. Wir probieren es jetzt mal mit schnellem Umschaltspiel. Und dafür kommt meine ehemalige Erfolgsformation in Frage. Wir scheißen auf die Defensive. Kommen die halt nicht nach hinten. Ist dann so. Ich will die nur einmal testen. Wir probieren es so. Wir gucken, wie es läuft. Und dann können wir immer noch umändern. Wir gucken, wie es läuft und können dann immer noch chemietechnisch umändern. Das ist dies ja auch echt schwer, dass du dann jedes Mal dein ganzes Team ändern musst. Okay, wir probieren es jetzt mit dieser Formation. Mit der 4-2-3-1. Und ich will die Jungs kochen sehen. Und dann brauchen wir ganz schnell die teure Havertz-Version. So schießt man Tore in dem Spiel. Das ist wirklich die höchste Wahrscheinlichkeit. Du gewinnst den Ball und pöbelst den auf den Stürmer. Wir sind griffig. Nein. Und genauso kassieren wir auch die Gegentore. So fallen die meisten Tore, der Ballverlust. Keinen Ballverlust vor dem gegnerischen 16er. Boah, die Neymar-Karte finde ich immer noch so gut. Also es täuscht gerade, dass es offensiv mit der 4-2-3-1 besser läuft. Wir nutzen einfach nur jeden Fehler eiskalt aus. Das ist ein Weltball. Und auf der zweiten Stange wartet Marcus Rashford. Da wartet Marcus Rashford. Okay, war gerade zwar ein Torfestival, ist mir aber egal. Nehme ich. Lieber 6-5 gewinnen als 0-1 verlieren. Und jetzt gegen die 5-4-1 die richtige Probe. Wie kann man freiwillig in diesem Schattenstadion spielen? Manchmal klappt die Ballrolle, manchmal nicht. Man braucht einen gesunden Abstand zum Torwart. Das ist gut gespielt. Das ist Rashford. Gibt's eigentlich jetzt eine... Ist jetzt Powershot wirklich so OP oder ist es schon wieder vorbei? Nee, Powershot ist sehr gut. Powershot ist crazy gut.
Aber ich würde nicht mal sagen auf den Stürmern, sondern ich finde es am besten auf dem Sechser oder Achter. Gibt es denn Spieler, die das haben? Matthäus zum Beispiel in der VBL und den Practice. Also da fällt es fast nur Powershot-Tore. Weil du gefragt hattest. So, wir kommen hier gerade mit der P2-1 ins Rollen. Vielleicht wird das mal unsere Formation. Schön offensiv. Yalla. A, B, C, D, E, F, C. Der nächste hier in unserer King Kai to Glory Hamschick. Diese 87er-Karte oder was der hat, die ist richtig gut. Ich würde sagen, das ist die erste Bewährungsprobe für unser 4-2-3-1. Und wieder klappt die Ballrolle. Cold Palmer. Das ist doch abseits. Paratskelia, auch keine schlechte SPC. Oder Marcel Sabitzer. Oder Marcel Sabitzer. Also nach vorne gefällt mir die Formation, glaube ich, am besten. Das Problem ist, du wirst das nicht geregelt bekommen mit der Defensive, weil die chillen einfach die ganze Zeit vorne. Wir sind jetzt gerade wieder im Plus-2-Streak. Den müssen wir halten. Mit der 4-2-3-1, glaube ich, 3 von 3 Spielen gewonnen. Davor Schucker. Nein, nicht so. Ich spiele gegen 2. Ich spiele gegen 2. Ich habe nicht drauf geachtet. Das ist so blöd. Gegen 2 zu spielen ist so dämlich. Ich weiß nicht, wie man hier ein Tor schießen soll, sage ich euch ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Es ist gegen einen schon schwer, aber gegen 2 ist es in diesem Spiel ja brachial. Bitte, Sabi. Die 2 spielen aber auch komplett ohne Schemen. Wir kriegen noch einen. Schlecht. Okay, Freunde, wir haben uns in dieser Folge nicht so weit nach vorne bewegt, wie ich das geplant hatte, aber wir sind da mit dem 4-2-3-1 auf der Spur. Das werde ich weiter verfeinern. Ich werde mich noch in die Elite-Division hochspielen. Im nächsten Video gibt es auf jeden Fall dann die Rewards. Das mache ich safe und direkt die Weekend League. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden das Team nach dem 4-2-3-1 ausrichten. Nur Kai Havertz ist aktuell das Problem, wo der dann spielt, aber der bleibt natürlich drin. Marcel Sabitzer, riesenweite Empfehlung und die Di Lorenzo SBC auch extrem stark.